Also ich rate Institutionen dazu, Leitlinien, Leitbilder zu formulieren in Richtung Gleichwertigkeit und Vielfalt, wie sie damit umgehen wollen. Das hilft, Klarheit zu schaffen, und zwar Klarheit sowohl nach innen, zum Beispiel für Mitarbeitenden, wenn sie mit rassistischen Sprüchen konfrontiert sind. Die können dann sagen, das ist bei uns nicht angesagt, bei uns geht man respektvoll miteinander um. Das hilft aber auch, Klarheit nach außen zu schaffen, zum Beispiel für Entscheidungen, wen lade ich zu einer Veranstaltung ein oder wen lade ich vielleicht auch nicht ein. Das Gute ist, oft muss man da gar nicht neu etwas erfinden. Die meisten Institutionen haben schon Leitbilder, Vereine haben Satzungen. Die kann man dann ausformulieren in Richtung Gleichwertigkeit und Vielfalt. Rechtspopulismus ist ja leider kein neues Phänomen. Er begleitet uns schon ziemlich lange in so Phänomenen wie Altersrassismus, Antisemitismus oder auch dem harten Rechtsextremismus. Entsprechend viel Erfahrung liegt aber auch damit vor, wie umgehen mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Ich würde unbedingt dazu raten, die Unterstützung von Profis hier einzuholen, beispielsweise auf die Homepages zu gehen von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in NRW. Die bieten ganz konkrete Unterstützung auch im lokalen Raum an. Viele Institutionen stehen vor ganz ähnlichen Herausforderungen und Fragen, wenn es um Rechtspopulismus geht. Zum Beispiel, wen laden wir ein, wie kommunizieren wir bei dem Thema? Da würde ich auf jeden Fall zur Vernetzung raten. Und zwar einmal innerhalb der Institution zwischen verschiedenen Referaten. Auch wenn beispielsweise das Integrationsreferat besonders unter Beschuss steht bei dem Thema, geht Rechtspopulismus doch eben auch andere Referate etwas an. Ich rate aber auch zur Vernetzung innerhalb eines Trägers zwischen verschiedenen Standorten und auch lokal in einer Kommune zwischen verschiedenen Stakeholdern, Akteuren in dem Bereich, beispielsweise der Integrationsagenturen mit dem Jugendbereich, weil da viele Projekte gegen Rassismus und Rechtsextremismus angesiedelt sind. Bilden Sie Allianzen vor Ort mit den Kirchen, mit den Moscheevereinen, mit den Gewerkschaften, auch Wirtschaftsverbänden beispielsweise, Sportvereinen vor Ort. Denn wichtig ist das Signal, wir lassen uns hier nicht auseinander dividieren, wenn es um Gleichwertigkeit und Vielfalt geht. Denn das Vereinzeln und der Angriff auch ganz gezielt auf einzelne Projekte und auch auf Mitarbeitende, die ganz unten in der Hierarchie stehen von Institutionen, gehört mit zu den gezielten Strategien der Rechtspopulisten. Wenn Sie Herausforderungen, wenn Sie Probleme vor Ort haben, dann ist es wichtig, dass Sie diese Probleme ganz konkret ansprechen. Also so ein klassisches Beispiel ist, es stehen in Häusern, wo Geflüchtete wohnen, zu wenig Mülleimer zur Verfügung, die deutsche Mülltrennung ist nicht bekannt oder es gibt Konflikte an der Schule. Das heißt aber, konkret ansprechen und nach konstruktiven Lösungen zu suchen und nicht in die Falle der Vorurteile zu tappen und dann solche Probleme, die es sicherlich vielerorts gibt, dann als Rechtfertigung zu nutzen für die pauschale Abwertung einer ganzen Personengruppe. Veranstaltungen gerade zum Thema Integration und interkulturellem Miteinander, die wollen gut vorbereitet sein. Denn genau das sind Veranstaltungen, die häufig von Rechtspopulisten ganz gezielt genutzt werden, um Stimmung zu verbreiten, um zu stören, um konstruktive Dialoge kaputt zu machen. Ganz wichtig ist es, dass hier der Moderator, die Moderatorin sehr gut vorbereitet sind und zum Beispiel am Anfang die eigenen Werte klar machen, die eigenen Spielregeln auch für die Diskussion klar machen, nämlich, dass es hier um ein vielleicht schwieriges Thema geht, aber umso wichtiger der respektvolle Umgang ist. Und ganz wichtig, nie das Mikrofon aus der Hand geben und zur Not vom eigenen Hausrecht Gebrauch machen. Bei der Frage, mit wem sollen wir reden, wen sollen wir vielleicht auch zu Veranstaltungen einladen, würde ich dazu raten, verschiedene Zielgruppen auseinanderzuhalten. Wir haben ausgewachsene Rechtsextremisten, Funktionäre rechtspopulistischer Parteien oder Bewegungen, die würde ich auf keinen Fall einladen. Mit denen zu reden lohnt sich nicht, die wollen keinen konstruktiven Dialog, die wollen kaputt machen. Anders sieht das aus bei Personen, die vielleicht Altersrassismus nachplappern, denen aber nicht unbedingt bewusst ist, was sie da eigentlich sagen. Und wir haben Beiständer, die daneben stehen, die vielleicht nicht einverstanden sind, was da gerade gesagt wird, die aber nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Für die ist es ganz wichtig, klare Positionen zu beziehen und auch zu erklären, warum man jetzt beispielsweise nicht in die pauschale Hetze gegen Geflüchtete einsteigt. Das Problem ist, Fakten helfen nur sehr bedingt gegen Vorurteile. Wichtiger sind die Emotionen, also arbeiten Sie auch mit Empathie, auch mit dem Verweis auf Ähnlichkeiten zwischen sich und den jeweils anderen. Und nicht vergessen diejenigen, die ganz unmittelbar und direkt von Abwertung und Diskriminierung betroffen sind. Hier ist es wichtig, Solidarität zu zeigen, zum Beispiel indem man sich daneben stellt, um zu signalisieren, wir gehören zusammen, wir lassen uns von euch nicht auseinander dividieren.